Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. So, ein Iridium-Sprinkler, Goldbahn und Batterie. Und dann nehme ich gleich 5 Eisenbahnen mit, weil ich meine Gießkanne auch gleich nochmal verbessern möchte. So, ein Iridium-Sprinkler. Der kommt darin, dann habe ich nämlich 2. Und Hartholz müssen wir sammeln gehen für Robin. So. So. Knuddeln, knuddeln. Und die Eier kommen natürlich hier rein. Wunderbar. Hallo. Da habe ich noch 2. So. Ah, den Stall muss ich eigentlich auch ausbauen, damit das automatisch hier, damit die automatisch gefüttert werden. Das ist, denke ich mal, prickelnder. So, also ich brauche den Eimer. Hallo Schweinchen. Hallo Schäfchen. Hallo, Ziege. Große Ziegenmilch brauche ich fürs Gemeinschaftshaus. Ja, alles klar. Dann das dorthin. Ihr werdet automatisch gefüttert. Sehr gut. Dann nochmal ganz schnell schauen gehen, was meine Pilze und Fledermäuse machen. Ich glaube, hier Sepp oder so gibt es halt auch nicht im... eine Kirsche habe ich. Eine Kirsche brauche ich nicht, weil die habe ich schon. Ich brauche höchstens einen Apfel. Und noch einmal Wolle, dann haben wir das Bündel auch fertig. Und wir wollten ja eigentlich nochmal zum Steinbruch gehen heute. Und ich glaube, das geht auch bald kaputt da. Die Kirsche hebe ich mir definitiv auf. Und hier müssen wir auch noch... hier müssen wir auch noch machen. So, den Seetang weg. Das weg, das weg. Die große Ziegenmilch nicht. Hartholz und Gießkanne, genau. Das waren die Aufgaben, die ich... Ein weiteres Buch für Gunther. So, einmal eine Stadt. Nur bei Penny habe ich 10 Sachen. So, Kupfergießkanne gefunden. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich mache gleich eine Stahlgießkanne daraus. Kann ich die nämlich auch gleich weggeben. Ja, warte mal, dann kann ich eigentlich zum Steinbruch gehen. Dann können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Was es hier für Erze gibt. Auf jeden Fall Gold und Silber und hier unten... Ne, hier unten haben wir auf jeden Fall kein Iridium, aber das könnte ein... Und ein weiteres Buch. So. Was gibt es denn hier dann eigentlich noch hier oben? Schade, dass es hier kein Hartholz gibt. Das wäre natürlich... das wäre natürlich nochmal richtig prickelnd. Und da oben ist eine Höhle. Was ist das für eine Höhle hier oben? Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Hey, was sind das für Viecher?
ist das hier? Haben einen Diamant gefunden. Okay. Sieht voll gefährlich aus, ey. Boah. Ah, hier bin ich, glaube ich, noch nicht stark genug dafür. Oh Gott. Okay, die sehen ziemlich böse aus hier. Ich gehe hier lieber vielleicht doch erstmal raus. Nee, das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. Auf jeden Fall ist das eine weitere Höhle hier, die geöffnet wurde. Ist das wahrscheinlich die Schädelhöhle hier, ne? Weil da ist ja ein Schädel drauf gewesen. Mine verlassen, ja. Ja. Ist mir ein bisschen zu... So, was ist das jetzt noch hier? Ist das Iridium? Ne, Aquamarin. Auf jeden Fall gibt es hier Holz und Steine. Ne, ich will eigentlich zur Bushaltestelle. Denn ich muss Hartholz noch holen, auf jeden Fall. So, warte mal. Also. Blauschimmernder Edelstein. Den verkaufe ich mal, den verkaufe ich mal, das verkaufe ich. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Die Weißalge könnte ich theoretisch gesehen essen. Und. Was benötigt denn der? Ach, 5 Erz. Ach so, na dann mache ich halt nochmal Gold rein. So. Das kommt alles hier rein. Die große Milch brauche ich. Oh, ich habe meine Mietzeit noch gar nicht gestreichelt. So. Also muss definitiv jeden Tag hier einmal in den Wald gehen, damit ich die Aufgabe für Robin halt abschließe. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 58, 4 Tage, ja, das kriege ich hin. 2 Tage, da kriege ich 30 und dann habe ich das. Dann kann ich die 80 Sachen dabei bei ihr in ihre Truhe da packen. Ich hoffe mal, dass hier nicht so viele Schleims sind. Zwei raus, also gibt es nur 17 insgesamt immer. Aber deswegen habe ich trotzdem in 2 Tagen 34 und hab die voll. So, der letzte für heute. 17 Stück, dann fehlen noch 5 Stück. 5 mal Hartholz. Und die Aufgabe ist erledigt. Das sollte eigentlich ohne Probleme... klappen. Ach, hier kann ich nichts... Hier kann ich nichts hinpflanzen. Ich hab gedacht, hier wächst ein Baum dann. Guck mal, hier wächst, habe ich schon einen Baum hingepflanzt. Aber im Winter wachsen die ja nicht. Robins Projekt. Fischtopf ist immer noch hier. Forellenbarsch. Ja, schon wieder ziemlich spät, muss ich sagen.
Und dann würde ich auch noch mal sagen, dass ich schlafen gehe. Dann kriege ich auf jeden Fall die Aufgabe für Robin noch fertig in dem Part. Im Winter ist ja, wie gesagt, sowieso nicht so viel los. Ja, so werden wir das auch machen. So, das kommt da. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann kann ich noch Kupfer mitnehmen. Nee, brauche ich noch zweimal Kohle. So, das dort rein. Ja, und dann gehe ich schlafen, Hartholz holen und für Robin das dann in den Dings machen. Wie gesagt, im Winter haben wir ja nicht so viele Möglichkeiten. Wenn ich dann das Gewächshaus fertig habe, dann können wir natürlich wieder ansehen. Das Problem ist, ich habe ja halt keine. Na doch, ich habe ja. Ich kann was ansehen, weil ich habe mir ja Samen hergestellt. 29.000 haben wir immer noch. Sehr gut. Da oben ist zweimal Sepp fertig. Eine Kirsche. Das kommt da rein. Das kommt hier rein. So, Miezi. Heute ist es soweit. Bald werden wir den Auftrag für Robin auf jeden Fall fertig kriegen. So, lass mich drauf. Dann geht's zu unseren Hühnchen. Die muss ich natürlich noch automatisch füttern. So. Komm mal her. So. Sehr schön. Dann das Ei da rein. Das Stroh hier. Ja, wenn ich dann hier so ein großes Ding habe, dann füttert es die automatisch. Warte mal, ich könnte natürlich. Da habe ich ein Stroh mitgenommen. Sehr gut. Pilze kann ich auch immer verkaufen. Vielleicht sollte ich die auch aufheben. Ich weiß es nicht. Ach, den Eimer habe ich ja auch schon dabei. Den wollte ich ja eigentlich. Eigentlich wollte ich den ja abgeben, ne? So. Das ist eine gute Milch und so, das kommt alles weg. Die dorthin, die dorthin. Ja, ach so, ich brauche ich ja nicht füttern, Moment. Ja, dann kann ich das Stroh, das eine Stroh mit verkaufen da. So, das letzte Mal in die verbotenen Wälder, dass wir das fertig haben. Da kann man noch so viel bauen hier. Da brauche ich halt ziemlich viel Materialien und sowas. Ich kann mir natürlich das alles auch kaufen und so. Ich weiß gar nicht, ob ich. Oh, Händlerin. Kürbissuppe, Tulpe, Tomatensaat. 5 Stück für 125. Nehmen Sie einfach mal mit. Höhlenkarotte, Seegurke, pinke Torte, Kokosnuss, grüner Bürohocker. Wintersaat, ne, die kaufe ich mir nicht. Das ist mir einfach zu teuer. So. Fünfmal Hartholz noch holen. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. Noch mehr Leben. Warte mal, noch mal gucken. 79, nee. Fehlt noch eins.
hässlicher Schleim. Jetzt habe ich sie fertig. So. Die Aufgabe ist fertig. Jetzt heißt es 80 Mal Hartholz und bei Robin in die Kiste tun. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. Wunderbar. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wenn ich einmal hier bin, nehme ich die Bäume auch noch mit. So. Wunderbar. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Und dann heißt es zusammenpacken und ab zu Robin. Ein Tag noch, dann ist meine Silberspitz-Gießkanne fertig. Die Hacke könnte ich natürlich auch ausbechern, wenn ich die Wintersaat hier ausgesät habe. So, also das kommt alles hier rein. Verkaufen, 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 verkaufen. Tomatensamen hier rein. Und dann brauche ich 80 mal Hardwood. Sehr schön. Vielleicht kann ich ja hier noch die Wintersaat ausbringen, wenn ich na? Was bringt denn die 80? Naja gut, wenn ich hier immer 80 sammeln kann, passt das schon. Ein weiteres Buch für Gunther. So, wo muss denn das rein? Hier muss das rein. Aufgabe abgeschlossen und 2000 Gold. Wunderbar. Sehr gut. Dann kann ich die große Milch, wenn ich jetzt einmal hier bin, am Gemeinschaftshaus natürlich vorbeibringen. Könnte ich mir theoretisch gesehen auch noch bei Pierre ein paar Bäume kaufen. Die ich dann vielleicht ins Gewächshaus packe. Mal sehen. Hier nicht. So, Wolle und Entenei. Und hier noch einmal ein Apfel. Aprikose, Orange, Pfirsich oder Granatapfel. Oder halt Trüffelöl. Dann ist der Bereich auch fertig. Dann fehlt ja eigentlich... Moment, ich könnte ja jetzt theoretisch gesehen... Brauche ich denn hier eigentlich noch alles? Ja, Trüffel. Rotkohl, Entenfeder. Apfel. Granatapfel, Hasenpfote, Nautilusmuschel, Hasenpfote, ich kann mir noch keinen Hasen leisten, aber ich kann auf jeden Fall das fertig kriegen. Bistellarum, lege einen Edelstahl deiner Wahl hinein und erstelle eine Kopie davon. Okay, das geht nicht für 5000. Das ist natürlich eine coole Maschine hier. Wenn ich da jetzt Iridium reinlege, müsste ich ja eigentlich immer Iridium bekommen. Wenn ich noch ein Iridium habe, das wäre natürlich cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Der Tag liegt in meinen Händen. 5900 habe ich noch, dass das so schnell dann schon wieder geht. Na gut, wenn ich die Preiselbeeren verkaufe, dann würde ich einiges an Geld bekommen. Aber ich will unbedingt das Gewächshaus fertig kriegen. So, warte mal, wo stellen wir den denn hin? Müsste ja eigentlich hier mit hin, ne? Wenn ich jetzt da ein Iridium reinlege. Geht nicht. Ach, einen Edelstein soll ich da reinlegen. Moment. Dann nehme ich...
Packe ich da einen Diamant rein, dann kann ich da immer einen Diamanten holen. So, warte mal. Und jetzt habe ich hier... So. So, die werden ja morgen gegossen. So, 30, ne? So. Dann kann ich ja vielleicht das noch machen. So, warte mal, dann dahin. Hier wird es nämlich anders jetzt. Da ist jetzt die Frage, mache ich jetzt hier noch? So. 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 Ja, den muss ich... Den packe ich ja und den kriege ich nicht hier hin. Nee, durch den... Nee, warte mal, hier oben könnte ich ja Iridium-Sprinkler hinmachen. Das müsste ja dann hier sein. Warte mal, der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Und bis dahin. Da kann ich aber, denke ich mal. Ich kann eh nur bis dahin gehen. Also da kommt auf jeden Fall noch einer hin. Und da kommt einer. Und dann schließt das nämlich genau hier ab. Okay. Und dann packe ich auf jeden Fall meine Vogelscheuche hin. Und hier eine Vogelscheuche hin. So, hier muss ich noch einen Iridium-Sprinkler hinpacken. So, warte mal, wo ist der? Der ist hier am... Hier ist dann am letzten, ne? Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Ich kann eh nicht gießen, weil ich kein Dings hab. Okay, Moment. Dann muss... Das hier halt alles weg. Dann könnte ich theoretisch gesehen hier runter noch gehen. So. Ist natürlich der Weg weg. So, der kommt genau hier rein. Wunderbar. Dann kann ich nämlich... So. Packe ich mal hier noch eine Dings hin. Das dorthin, das dorthin, das dorthin.
So, Steinboden mache ich mir jetzt mal noch ein bisschen. So, okay. So, warte mal, das ist dann... Sehr schön. Ich will doch nicht hier das Ganze kaputt machen. Das ist natürlich nicht so toll. So. Da habe ich natürlich wieder nichts dazu gekriegt. Jetzt brauche ich noch zwei. Ich nehme mal drei mit. 1, 2, 3. Ich glaube, das da oben ist auch kaputt. Das kann ich dann reparieren. Genau, das Tor ist da. Und hier oben ist, denke ich mal, bald was kaputt. So. Hier ist nichts drin. Wo sind wir denn? Oh, ein bisschen Platz haben, ein bisschen Zeit haben wir noch. Es ist 0 Uhr. Oh, es hat sogar fast gereicht, bis auf zwei Stück. Wunderbar. Ich hätte vielleicht sogar noch, vielleicht setze ich sogar noch eins runter, dass ich hier in der Mitte noch einen Weg durchmache oder so. Das muss ich auch mal sehen. Wie ich das hinkriege. So, jetzt muss ich schlafen gehen. Marmelade ist nochmal fertig. So, und Wein ist auch noch mal fertig. Du, 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 du. So. Wunderbar, dann ab ins Bettchen und hoffentlich ein bisschen was an Geld bekommen. Dann geht es in der nächsten Folge Start Your Valley weiter. Schnell ins Bett. Und dann sind wir schon im 6. Tag im Winter angekommen. Na gut, so viel war es nicht. 4000, damit kann ich aber eigentlich auch ganz gut leben. Ich muss halt nur sehen, ob ich da wirklich noch einen Weg durchmache und dann die Sprinkler nochmal alles eins runterrutsche. Aber meine Gießkanne ist fertig und wir sehen uns in der nächsten Folge Start Your Valley. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.